Der derbe Stock, die massige Gestalt, das ausdrucksvolle Gesicht mit den klugen, teilnahmsvollen Augen. Ernst Reuter hat Berlin 5 Jahre regiert. Staatsmann im Amte eines Bürgermeisters, Weltpolitiker im Rathaus der viergeteilten Stadt und ein Volksmann. Denn das Volk von Berlin, wie hat es ihn geliebt? Meine Lieben, meine lieben Berlinerinnen und Berliner. Wo kam er her? Wie war sein Weg? Er stammte aus Leer, der kleinen Stadt im Ostfriesischen. Es gab Wohlstand, Sattheit, Müßiggang, scheinbare Sicherheit, Wohlleben. Aber es gab hart daneben auch Elend, soziale Entrechtung, Armut, harte, unterbezahlte Arbeit. Es gab den brüchig gewordenen Glanz der Herrschenden und es gab das bittere Schicksal der zu kurz gekommenen, die am Wohlstand nicht teilhatten. Es gab den Übermut der Militärkaste und daneben das Elend. Mobilmachung 1914. Reuters Herz und Gewissen hatten ihn zum Sozialisten und Mann des grundsätzlichen Friedens werden lassen. Er wirkte und diente für die Sache der Unbehausten und Entrechteten, bis der Krieg ihn aus der idealistischen Arbeit warf. Man zog ihn, der den Herrschenden schon unbequem geworden war, ein. Er hatte den Jubel der ersten Kriegstage nicht geteilt. Er ahnte, wohin der Weg führte, den er mitgehen musste. Zuerst an die Westfront nach Frankreich, dann an die Ostfront nach Russland. Verwundung, Gefangenschaft, Arbeit in den Bergwerken teilte er mit den Tausenden und lernte das russische Volk lieben, lernte seine Sprache sprechen. Er war einer der Iren, als es schien, endlich sollte Gerechtigkeit für diese unterdrückten Menschen kommen. Der junge deutsche Sozialist fiel Lenin auf. Der setzte ihn als Kommissar für die Wolgadeutschen ein. Stalin, bitteren Gegner, konnte er hier aus nächster Nähe studieren. Reuter kehrte in das aufgewühlte Deutschland zurück und erkannte, dass der sowjetische Weg der falsche sei. Nicht Weltrevolution, sondern konstruktive Arbeit und gerechten Aufbau suchte er. Er löste sich von den Kommunisten und trat wieder der Sozialdemokratie bei. 1926 wurde er Stadtrat für Verkehr. Berlin hat ihm aus dieser Zeit das moderne Verkehrssystem zu verdanken. Reuter wurde Bürgermeister von Magdeburg, Reichstagsmitglied. Da kam die Nacht über Deutschland, der Ungeist, die Zerstörung. Reuter wurde ins KZ geworfen. Englische Freunde befreiten ihn und holten ihn nach London, während daheim die Marschtritte der braunen Kolonnen krachten. Er wurde in die Türkei berufen. In Deutschland marschierte man tödlich weiter. In Ankara arbeitete er im Auftrage der türkischen Regierung, aber mit vor Sorge und Heimweh krankem Herzen. 1946 heimkehrend, fand er ein Volk der Geschlagenen. Aber der Schock solchen Wiedersehens entmutigte ihn nicht. Er war wieder Stadtrat für Verkehr und Betriebe und baute auf. Als er zum Bürgermeister gewählt wurde, protestierten die Sowjets, die er kannte und die ihn als Verfechter der unbedingten Freiheit kannten. 1948, die Russen verlassen die Kommandantur, sie wollen Berlin beherrschen. Da ist Reuter zur Stelle. Wir unterschätzen unseren Gegner nicht. Wir wissen, dass eine grausame, brutale, rücksichtslose, aggressive, imperialistische Macht den Willen hat, uns in die Knie zu zwingen. Und ich wiederhole, wir haben Nein gesagt, wir werden wieder Nein sagen und wir werden Nein sagen
solange ein Atemzug in uns lebendig ist. Die Währungsreform ist den Sowjets der Vorwand zur Blockade, zum Griff an die Kehle der Stadt. Kein Strom, kein Licht, die Verbindungen verödet. Reuter gibt dem flammenden Protest der Stadt Ausdruck. Berlin wird nicht drankommen. Wir wehren uns mit allen Mitteln, über die wir hier verfügen, bis zum Äußersten gegen den Machtanspruch wenden, der uns zu Sklaven, der uns zu Eloten einer Partei machen will. Seiner Initiative, seiner Hartnäckigkeit ist die Hilfe zu danken, die nun von außen kommt. Die Luftbrücke schwingt sich vom Westen in die belagerte Stadt. Zum ersten Male werden 2,5 Millionen vom Himmel herunter versorgt. Menschen, die sich weigern, den Hunger als politisches Druckmittel gelten zu lassen. Im Osten der gleichen Stadt wird ein Putsch befohlen. Kläglich und armselig die Versuche, hier Volkesstimme zu spielen. Gestellte Krawalle machen die Weiterarbeit im alten Rathaus unmöglich. Jetzt treten die Abgeordneten im Westen der Stadt zusammen. Sie bestätigen Ernst Reuter als das, was er de facto seit langem ist, als den Bürgermeister dieser bedrohten Stadt. Und jeder zweite Berliner ist zur Stelle, auf dem Platz vor der Reichstagsruine, als Reuter die Welt ruft. Ihr Völker der Welt! Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Die Blockade geht weiter. Reuter inspiriert und leitet ihre Abwehr. Zugleich aber ist seine Stimme im Westen beim Aufbau des neuen Bundesstaates eine der wichtigsten und konstruktivsten. Und er fliegt nach Amerika, um dort für den Kampf Berlins einzutreten. Every 2 minutes to come a plane is always coming and going. Reuters Aufklärungsarbeit und hartnäckige Politik der Freiheit tragen ihre Früchte. Berlin, die blockierte Stadt, wird wieder frei. Die Barrieren müssen fallen. Ein Sieg ist errungen. Die Aufhebung der Blockade ist einer der größten Erfolge, den die freie Welt in der letzten Zeit errungen hat. Wir haben gezeigt, dass dieses Zurückdrängen tatsächlich möglich ist. Und dass es tatsächlich möglich ist, seine eigene Freiheit mit geistigen Mitteln, mit geistiger, fester Entschlossenheit zu behaupten. In West-Berlin die freie, unverhetzte Willenskundgebung. An diesem spätesten Tage unserer Stadt können wir sagen, wir Berliner haben nicht nur um die Hilfe der Welt gebeten, wir haben auch der Welt etwas gegeben. Und im Osten der Gegensatz. Die fremdländisch-gespenstische Propagandapraxis mit den üblen alten Mitteln des Marschierens und dem Missbrauch der Jugend. Bundesrepublik zu werden, das verloben wir! West-Berlin ist zu einer Enklave der Freiheit geworden. Zu Hunderttausenden strömen die Flüchtlinge herein, die hier Rettung vor Verfolgung, Drangsalierung und der Knechtschaft suchen. Reuter gibt den Bewohnern der Ostzone durch die Einsendung ihrer Lebensmittelstammabschnitte die Möglichkeit, ihrerseits für die Demokratie zu optieren. Der Erfolg ist überwältigend. Ein Plebiszit gegen den Terror. Und jetzt, da Berlin wieder notdürftig an die Verkehrsadern zur Welt angeschlossen ist, kann er den Aufbau der Stadt betreiben. Kann er, wieder in Amerika, zur Hilfe für die Flüchtlinge aufrufen. Aus der Bürgermeister Reuter Stiftung hilft er den Bedürftigen und Hungernden, von denen die Stadt immer voll ist. Er gibt für Berlin die Repräsentation, die diese wichtigste Stadt des Landes verlangt. Reuter teilt seine Energie zwischen Berlin und Bonn.
wo er am ganzen deutschen Geschick an wichtiger Stelle mitarbeitet. Er begrüßt die Staatsmänner der Welt in den Mauern Berlins. Reuter geht als deutscher Vertreter zu den Vereinten Nationen nach Paris, um dort den Standpunkt der Freiheit für seine Stadt zu vertreten. Als er zurückkehrt, kann er der Öffentlichkeit Auskunft geben. Es war eine der amüsanten Zwischenfälle in Paris, dass die sowjetische Delegation, als sie endlich eingetrudelt war, nachdem ein langes Hin- und Hergezottele gewesen war, kommen sie oder kommen sie nicht, dann am Montagmorgen, als alles versammelt war, die sowjetische Delegation erklärte, sie seien leider erst am Abend um 8 Uhr angekommen und sie hätten noch nicht Zeit gehabt, ihre Erklärung fertig zu machen. Neben der Abwehr des Übels gilt jetzt seine Sorge dem Aufbau der Stadt, der Zurückdrängung der Arbeitslosigkeit. Die Bauten wachsen herauf. Wohnviertel, Bibliotheken, die Freie Universität, Industriebauten, Schulen, das neue Kraftwerk. Und dabei findet er immer wieder Zeit, die Jugend zur Würde des Lebens zu begeistern. Die Freiheit ist nicht ein Geschenk des Himmels. Die Freiheit ist etwas, wofür der Mensch täglich eintreten muss. 17. Juni 1953. Magisch, dass Ernst Reuter in jenen Tagen nicht in Berlin weilte. Er musste aus der Ferne sprechen. Die Ereignisse in Berlin werden der ganzen Welt gezeigt haben, wie recht wir Deutschland haben, wenn wir immer und immer wieder betont haben, dass die Bevölkerung, die ganze Bevölkerung in der sowjetischen Zone und in Ostberlin nichts anderes will als frei sein. Und als er Berlin erreichte, war die militärische Gewalt schon der Stimme der Erhebung Herr geworden. Reuter kann nur noch die Opfer des Aufstandes den Mut ihrer Tat ehren. Und wir gehen mit unseren Gedanken hinaus nach Leipzig zu den Leunawerken, in das Gebiet des Uranbergbaus, überall da, wo die deutschen Arbeiter dem kommunistischen Regime gezeigt haben, dass sie eine freie Welt wollen und kein kommunistisches Regime. Wenige Wochen später, ein Schock für die ganze freie Welt. Hier war mehr geschehen, als dass ein Bürgermeister gestorben war. Ein Staatsmann, ein Freund war nicht mehr. Die Stadt grüßte Ernst Reuter, als gelte es, den Vater zu begraben. Dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben ist.